Wir beobachten die Pelikane. Und diese entenartigen Taucher da tauchen unter, holen sich die Fische. Und sobald einer einen Fisch hat, greifen die Pelikane zu dritt ein so ein kleines Entenviech an. Boah, es sieht richtig brutal aus. Der eine hat ihn gerade voll in den Hals gebissen. Richtig gemein. Und ich mochte Pelikane immer so gerne. Guck Chris, da. was sagst du zu den Pelikanen? Ja, richtig asozial. Morgen. Das war unser Campingplatz oder ist unser Campingplatz seit gestern. Schön ausgebrannt, kein Buschfeuer entfacht. Wir haben es noch richtig gelöscht übrigens. Wir haben es noch ein bisschen Wasser gelöscht. Wir dachten schon, das wäre ein kängurufreier Campingplatz, aber selbstverständlich nicht. Du bist ein süßes Wallaby. So, von dem Bitang Bee Campground laufen wir jetzt einfach mal so gut 1,5, 2 Stunden mal gucken. Wo wir hier überhaupt gecampt Weil zu haben. dem nächsten Campground laufen sind es 19 Kilometer Return. Das ist ein bisschen zu viel für jetzt. Weil wir gucken uns jetzt einfach noch ein bisschen in der Gegend um und dann verlassen wir Ben Boyd. Aber ja, es sieht, glaube ich, schon wieder ganz cool aus. Da ist blauer Himmel, da ist grauer Himmel. Das ist etwas, was man nicht sehen möchte. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man im Regen nicht mehr wegkommt. Ja, wir kommen Die von der Straße nicht weg, ne? Straße schaffen wir nicht, wenn es regnet. Aber wir haben noch Wasser und Essen für einen weiteren Tag. Also wenn wir einen Tag stuck sind, ist nicht so schlimm. So, das war unser letzter Lookout jetzt in Ben Boyd. Die Wolken ziehen zwar vorüber, aber werden auch dunkler. werden noch ein bisschen dunkler und Windig und unheimlich. eben, und wir haben ja auch noch ein bisschen was anderes vor. Wir hatten ja gesagt, wir laufen so 1,5 Stunden rein. Muss reichen. Ist ein cooler Walk. Der Walk insgesamt sind 33 Kilometer. Den könnt ihr natürlich in Stücke teilen, aber ist bestimmt lohnenswert, aber so ist es nicht so cool. wir werden jetzt erstmal zum Auto, hoffen, dass es nicht regnet weiterhin und die Wolken dann doch schnell an uns vorbeiziehen und dann geht's für uns weiter. Kleines Update, Gott sei Dank sind wir umgedreht und wir haben es vor diesem fetten Regen aus dem Nationalpark geschafft. Wir sind jetzt wieder auf dem Princess Highway. Wir sind in Victoria! You love every piece of Victoria. Ja, das war's. Hobby. Feuer machen. Am Feuer sitzen. In einer durchchippen, schicken
mittlerweile leeren Hütte. Community-Küche. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Was ist das? Christina wurde in der Küche. Ich hatte einen Vogel angekackt. Von da oben, jetzt ist er schon wieder weg. Angeschissen. Wir haben eine kleine Oase gefunden. Ihr habt es ja schon ein bisschen auf den Bildern gesehen. Morgen früh wird wieder einmal am Ozean gefrühstückt. Das ist sehr schön. Wir sind in. Das Wetter ist noch nicht so schön. Wir warten jetzt. Bis es wieder schön ist. Malakuta. Malakuta. Ja, heute war wirklich abwechselnd immer eine Regenschauer von einer Minute. Richtig hart. Auf einmal hört es wieder auf. Wir haben Mittag gegessen für 4 Personen ungefähr. Immer noch satt. Jetzt kurz gerade ein paar Sandwiches gegessen, aber... Das reicht. Man ist immer noch völlig platt. Es gibt heute auch keinen Wikicamper-Spruch, weil... Es gibt einen Hüttenspruch. Einen Hüttenspruch. Weil hier das ganze Ding ist auch... voll geschrieben bis oben hin. Love often, love much. Ist doch auch schön, oder? Finde ich auch richtig. Was ich übrigens auch noch sagen wollte, hier ist man mal wieder drohnenrassistisch. Guck hier. Drohnenrassistisch? Das ist das erste Mal, dass wir so ein Schild sehen. Dim, dim, dim. Ja, wenn euch dieses Video auch wieder gefallen hat, gebt uns ein Like. Abonniert den Kanal hier und wir sehen uns morgen. Tschüss. Wir berichten morgen. Tschüss.